Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröner und ich habe ihm gerade so... Oh, das sieht gut aus. Da ist ja einiges dazu gekommen. 121 Stück. Gut, sehr schön. Liegt wieder an den roten Chips. Kein Problem. Da kann ich dir hier mal welche geben. Habe ich noch welche? Kann ich hier auch noch welche rausnehmen? Kann ich die noch geben? Hast du noch welche? Und du brauchst Eisen... Zahnräder, soweit ich weiß. Nehmen wir den Stahl erstmal noch mit. Und dann nehmen wir hier Eisenzahnräder mit. Wie wir können. Sind ja ein paar Stück nach 300. Naja, immerhin. Besser als nichts, ne? Besser als ein am Schädel. Wie mein österreichischer Freund immer so nett zu sagen pflegt. So. Da ein bisschen Stahl rein. Hier ein bisschen Stahl rein. Da kann auch noch ein bisschen Stahl rein. So. Und dann können wir noch ein paar Eisenzahnräder holen und die da unten reinwerfen. Gut. Und dann haben wir das auch. Und Stahl muss ich dann auch noch mal einmal mitnehmen hier für den Kameraden hier, damit der weitermachen kann. Ja, da die sind noch 400 drin jetzt. Aber da brauchen wir noch ein paar mehr von. So. Eisenzahnräder. Gut. Haben wir das erstmal durchorganisiert. Mein innerer Monk, der hat mich jetzt... wild getriggert, eben gerade. Ich habe überlegt, was mache ich oder wie mache ich das mit dieser Produktion? Wo setze ich sie hin? Was mache ich mit ihr? Wie spiegel ich das hier auf der anderen Seite? Wo bringe ich das hin? Da habe ich hier drauf geguckt. Und umso länger ich da drauf geguckt habe, umso mehr hat mich das getriggert. Also wirklich wüst getriggert, also wild, also ganz böse sogar. Was mich jetzt dazu führt, dass ich das jetzt erstmal da stehen lasse. Kann ich erstmal nicht anders. Ich brauche die Produktion. Aber ich werde hier diese Produktion von dem Material, also von dem Mineral Sludge, sozusagen hier unten rein verlegen und dann mal gucken, dass ich das hier in das System eingebaut kriege. Damit das Mineral Sludge, die Mineral Sludge Produktion quasi dann ja, einfach auch in diesem System drin ist. Und dann kann ich nämlich das, was ich hier habe, da oben rein kopieren, wenn ich den hier einmal leer gemacht habe. So. Dazu gehört natürlich auch, dass ich das Material hier weiterhin produziere, weil wir haben ja die Rohstoffe dazu da, ne, dass das hier alles durchgeht, dass ich das auch da unten reinbringe, also dass wir auch eine Verarbeitung dieser Materialien dort haben. Das soll dort unten alles dann sauber stattfinden, Kohle an Transport, ähnliches, also Bahnhöfe haben hier oben wieder dann wahrscheinlich drei drin. Oder die Anlieferung machen wir dann auch nach unten, weil wir ja bis jetzt immer gesagt haben, na, oder sagen wir jetzt, die neuen Aufbauten sind immer von unten nach oben. Also unten ist Anlieferung, oben ist Abholung. Das werden wir dann dort auch einhalten. Hier ist links, rechts, beziehungsweise oben ist eine Abholung. Aber Anlieferung ist links und rechts. Das lasse ich auch noch gerade gelten. Also unten, also aber Abholung immer oben. Das möchte ich ganz gerne dann so jetzt beibehalten. Das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Wie gesagt, Seitenprodukte darf auch gerne mal an der anderen Seite sein. Also. Das ist jetzt mein Ziel, was ich verfolge und da ist natürlich die Transportkapazität das größte Problem bei der ganzen Angelegenheit. Wir müssen mal gucken, ob wir, ich denke mal, aber die ganzen Baustoffe, die wir da brauchen, die werden wir uns holen lassen können. Hier soll fleißig gebaut werden, das ist schon mal ganz gut. Ein paar von den Dingern stehen hier auch schon, ein paar noch nicht. Hier wird noch fleißig abgerissen. Das Problem beim Abriss sind immer die Dinger, weil die liegen immer voll mit jeweils 200 Einheiten und da muss dann erstmal ordentlich abtransportiert werden. Das ist leider so, es ist schade, aber es ist leider so. So. Aber da warten wir noch drauf, dass die fertig werden, damit wir dann uns dann hier drüber als nächstes Gedanken machen. Apropos hier drüber als nächstes Gedanken machen, wo warst du denn? Hier ist es doch irgendwo gewesen. Hier, das Ding wollte ich haben. Oder nochmal ein bisschen Material transportieren in Richtung Betonwerk, damit wir noch ein bisschen mehr Beton haben, damit ich den Beton mal einmal durchorganisieren kann. Dann später, früher oder später. So, gut, was, also da werden jetzt sicherlich so einige Kleinigkeiten oder gröbere Kleinigkeiten auf uns drauf zukommen, wo ich dann dran scheitern werde oder wo ich erstmal Schwierigkeiten mitkriegen werde, aber dass wir mir dann hoffentlich lösen können, die Probleme, die wir da bekommen. So, wir brauchen Anlieferungen natürlich in Massen und wir müssen den Abtransport oder aus diesen Kisten in Massen auch abtransportieren können.
das ist in etwa so, entweder so wie hier. Ja, aber dann müssen wir wirklich auch die Sachen hier anders antransportieren lassen. Oder hatte mir überlegt, dass ich die Kisten hinbaue und den Abtransport so gestalte hier mit dem ganz kurzen Winkel. Das sollte eigentlich das Förderband volllegen können. Und dann gehen hier 8 Förderbänder raus. Momentan gehen hier 16 Förderbänder raus, glaube ich, ne? Also 12 gehen raus, glaube ich, aus dem Bahnhof. Und es wird aufgestapelt auf 16, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das wird auf 16 gemacht. Das sind 12 Förderbänder, die hier rausgehen. Wie gesagt, wenn ich das so gestalte, habe ich 8 volle Förderbänder, nehme ich an. Hoffe ich zumindest. Oder sollte dann eigentlich klappen, das drauflegen aus den Kisten auf die Förderbänder. Die sollten dann voll liegen eigentlich. Und hier oben halt eben so fleißig reinlegen lassen, wie es halt geht. Ne? Das ist erstmal der Plan. Wenn ich das beidseitig mache und die Förderbänder, dann hätte ich wieder 16 Förderbänder, ne? Und ich 16 Förderbänder vorliegend. Ja. Dann hätte ich 16 Bänder vorliegend. Muss man mal gucken, wie weit wir dann Aufbau haben. So, der Bahnhof wird auf jeden Fall hier in dem Bereich stattfinden. Dann hätte ich 16 Bänder vorliegend. Dann gucken wir doch mal, wenn ich hier... Okay, wir müssen uns erstmal irgendeine Höhe ausdenken, wo wir hin wollen. Und dann muss die Höhe noch passen zu dem, an den Bahnhof hinkriegen, ne? Deswegen sind die Dinge eigentlich schon viel zu hoch. Warte mal, wir können mal gucken. Wenn ich da den Bahnhof hin haben will. Der noch hier lang werden kann. Oder ob das Y. Oh, das geht ja auch. Nicht komplett diagonal laufen, ne? Ist da nicht irgendwie auch eine Taste, womit man eine engere Kurve legen kann? War da nicht irgendwas? Oder ist das schon die engste Kurve? Wenn die engste Kurve ist, dann haben wir ein kleines Problem. Ja, so geht's aber. So gucken wir da rein. Vorne auch noch ein bisschen was gewonnen. Na? Das sollte uns doch genügend Raum geben, oder? Wenn ich jetzt hier, habe ich denn keinen LTN-Bahnhof mehr dabei? So, habe ich. Warte doch. Den Bahnhof jetzt hier hinsetze, so. Genau 4 lang. Passt also. So. Wenn ich jetzt hier 1-2 Förderbänder abtransportiere, jetzt habe. Das fliegt so hoch schon. So. So, dann könnte ich jetzt hier okay nicht ganz mittig mehr hier, ne? Genau, der Waggon in der Mitte. Okay.
Das ist aber nicht weiter schlimm. Dann hätte ich hier eins, da eins, da eins, da eins. Ja, da könnte man sogar flacher werden wieder noch. Fünf weiter runter so. Hier. Hier den Bahnsteig lang legen. Watch out, you do with a drunken sailor. Watch out, you do with a drunken sailor. Das ist jetzt ein bisschen sehr nah dran, glaube ich, an den Signalen gewesen. So. Nochmal. So. Gut, den vordersten Standpunkt vom Bahnhof. Ist aber weiter hinten dann. Noch weiter hinten. Das ist natürlich nicht schön. Da muss ja hinter dieser Weiche da rauskommen. Damit wir das wieder schön hinkriegen. Das ist ein. Hätte gerne. Den Bahnhof. Ich weiter. Würde ich hier gerne den Bahnhof. So. Ah, dann ist es sinnvoll, wenn ich dann hier rauskomme. So komisch aus dann hier, wenn da der Bahnhof steht und da rein, aber das ist okay. Ausgangssignal hier noch machen. Eingangssignal. Aber das kann man so gespiegelt auf der anderen Seite hinbauen für den anderen Material. Die Steine. So. Jetzt nochmal den Container hier hin. So. Ist das so die schnellste Methode, den auszuladen? Dann habe ich nämlich zwei, die ich machen kann hier, gestapelt, fast stapeln, ne? Die in einem Winkel von 45 Grad da drauf legen. So, 90 Grad bräuchte ich doppelt so viele. 90 Grad drauflegen, doppelt so viele kann ich anbauen hier, aber das ist die schnellste Methode, das Material hier rauszukriegen auf einem Förderband. Eigentlich ja, ne? Also ich könnte drei anbauen, die ich mit 90 Grad habe in jede Richtung. Macht nicht so viel. Also wenn ich jetzt so rauslade, kann ich hier theoretisch drei Stapler hinstellen, die einmal 180 Grad, und theoretisch könnte ich die ja noch so hinlegen, dass die 90 Grad legen muss. Bin ich aber langsamer als mit zwei auf 45 Grad, weil hier schaffe ich 270 Grad, hier schaffe ich mehr. Oder hier brauche ich 270 Grad, hier brauche ich 90 Grad nur. Aber nur hier brauche ich dann ja 90 Grad. Ja. 95 Grad, oder? Nee. Achso, naja, egal. Auf jeden Fall schaffe ich hier weniger mit. Wenn ich die auf 90 Grad. Selbst wenn ich die so einstelle, ne, dass sie dann. Achso.
Dann so, dann hat er 90 Grad Bewegung. Das haben wir dreimal 90 Grad. Und 270 und hier verbrauche ich nur 90. Das ist deutlich schneller. Gut, das hätten wir schon mal rausgefunden, dass das deutlich schneller ist. Gut. Da kommt auf jeden Fall jede Menge Material raus. So, und dann können wir das zusammenfassen. Nicht auf ein, sondern auf so. So. Oh, der fährt in die Richtung raus. Da fahren in die Richtung noch zwei raus. Die müssen dann natürlich in früher oder später noch einen Balancer gehen, ja. Damit schaffen wir uns wieder das Vorne-Hinten-Problem, ne? Die eine Seite Container leer liegen kann und die andere nicht. Das müssen wir dann geschickt umgehen irgendwie. Schaffen wir uns das Vorne-Hinten-Problem wieder, was wir in der Eisenbarrenproduktion auch haben. Dass der eine Container quasi, also dass hinten noch so viel Container drin liegen kann, dass vorne nichts mehr nachgeliefert wird. Mir nicht damit, ne? Wenn er versteht, was ich meine. Mit dem Vorne-Hinten-Problem. Anschalten, ne? Die Einstellung? Mod-Einstellung? War das hier? Einstellung? Ach, was weiß ich. Wo konnte ich, oder muss ich mal Alt drücken? Ah, ich muss mal Alt drücken, dann sehe ich das auch wieder. Ich habe einfach zwischendurch gedrückt. Ja. Also das würde dann so rausgehen, dann könnten wir, hatten wir 16 Förderbänder. Könnt jetzt hier einen Vierfachbalancer machen, hier einen Vierfachbalancer dran machen und dann rausgehen einfach. Ist gut, ne? Ja, was war da? Ja, da kriegen wir dieses von hinten Problem. Wäre nicht schön, aber es ist da, ne? Oder es wäre da. So, dann könnten wir jetzt hier oben natürlich gespiegelt die Container, ob sie dran stellen. Die wir dann als. Hier wird bloß das eine Material angeliefert, ne, die dann hier abgeholt werden können. Und die machen halt 90 Grad. So, die legen schneller raus, als sie reinlegen. Ja, die liegen schneller auf die reinlegen. Frag mich gerade, ob es Sinn macht, dann da was dazwischen zu bauen, wo denn. Aber das ist ja auch Blödsinn. Wo der mit 45 Grad reinlegen kann und der mit 45 Grad rauslegt. Oder nicht liegen da zwei rein. Muss es bauen? Ist ja bestimmt hin, aber na egal. So.
Also theoretisch ist das wahrscheinlich durchaus möglich. Ich mache schon wieder den ganzen Quatsch von Hand hier, ne? War blödsinnig eigentlich, na egal. So. Wenn er jetzt noch gerade guckt, der muss eigentlich einen Klick kriegen. Dann sollten die alle richtig gucken. Aber das ist nämlich egal. So. Die Rauslegegeschwindigkeit müsste die gleiche sein jetzt wie hier oben. Also die müssten genauso viel Material gleichzeitig rauslegen, weil die liegen ja auch über 90 Grad raus hier. Halt bloß in eine kleine Pufferkiste, ne? Aber so kriegen wir es schön mit denen raus. Hätte man noch eine kleine Kiste, ne? Kleine Kiste hier dazwischen. Ne, geht nicht. Ja, geht das? Muss ja die Kiste hier stehen haben. Oh, die haben einen schräg. Ah doch, könnte man noch bauen, ne? Ich meine, jetzt mal ganz kurz. Am Map-Modus aus. Wir können es auch so machen, ne? Die legen rein aus dem Zug und die legen. Und die legen raus aufs Förderband. Quatsch. Ja. Oh, Kiste wäre da. Und direkt das Förderband. Hätte man auch so liegen, ne? Dann hätten wir aber. Ja, dann hätten wir doch. Der hätten wir auch die Möglichkeit. Das geht auch. Dann wären wir wieder schön flach. Und wir kriegen schon mehr Material raus, als wenn wir 90 Grad so legen. Ne? Weil wir haben hier 90 Grad verbraucht. Und das verbraucht der eine ja einzeln. Das heißt, du brauchst ja vier von denen und das auch zu gleichen. Da haben wir ja, da haben wir sechs Stück dran stehen und nachher haben wir vier von denen dran stehen, dann du bist mal acht. Die haben wir gar nicht. Das war gar nicht. Ja, dann machen wir das doch so. Coole Idee. Coole Sache, Parker. Die großen Kisten, die brauchen wir wirklich bloß beim Ausgang. Dann kann der Bahnhof auch wieder ganz flach werden. Weil der muss ja dann nur bis da ranpassen. Mal gucken hier. Bauen wir das mal auf und gucken, ob das mal hinkommt mit den Gleisen. So, was ist das denn hier mit den Gleisen? Passt mit den Gleisen. Also da kann der Bahnhof hin, in der Höhe. Oh, gut. Liegt hier schon wieder irgendwo ein Zug, oder was? Keine Ahnung, was das wieder war. Irgendwas hatte keine Strecke. Und dann kann der Bahnhof auch wahrscheinlich. Oh, der weicht wieder rein. Setz ich jetzt mal einfach so. Plätzchen. Wir schätzen mal. Der Bahnhof muss hier auf die gleiche Höhe. Ah! Passt aber. So. So, Ausgangssignal.
Monitor vorbauen. Signal dahin. Ja, das ist doch schön. Dann haben wir das doch geplant jetzt. So, die Pufferkiste, die müsste ja ausreichen hierfür. Denn. Das sollte die schnellstmögliche Art, die wir aktuell kennen, eigentlich sein mit dem Rauslagern. Ein paar Stapelgreifer. Dahin. So. Und dann legen die zwar genauso schnell wie aus der Kiste auch aufs Förderband drauf, aber natürlich, wenn das Förderband voll liegt, kann jetzt erstmal die Kiste noch ein bisschen was bunkern. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waren 4600 dann also. Ne? Oder 1, 2. Das sind 2000, die dann da reingehen. Das sind mal 200 pro Stack. Ne? 2000, 4000, 8000. Aber oh, geht einiges rein. Dinge, die laufen ja nicht voll, ne? Irgendwo eine volle Kiste mit 200er Stacks. Warte mal. Doch, die müssten wir hier irgendwo haben. Der Kohle. Da. Blau 9600 Einheiten kriege ich da rein oder sowas. 8800 haben wir da noch drin. 12 Karma sogar da drin in so einer Kiste. Also da geht schon was rein. So. Also 10 auf jeden Fall und damit mit 10k, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,80k ohne Probleme erstmal auf dieser Seite zwischen Bunkern, auf der anderen Seite auch. Das ist okay. So. Gut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt können wir da noch, jetzt müssen wir da natürlich hier die Einstellung machen. Hier für die Greifarme. Nee, nicht filternd. So, Greifarme, Greif. Greif mal dahin. So. Was wir noch haben, ist das vorne hinten Problem. Okay. Aber ja, dem müssen wir uns denn jetzt stellen. Auf der anderen Seite. Gut, dann können wir hier sozusagen 4 Förderbänder nach drüben legen. 1, 2, 3, 4. Was können wir denn hier auch tun? Wie viel Platz ist da dazwischen? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann kommt hier ein Förderband in die Richtung. So. Ein Förderband in die Richtung. Jetzt ist die große Frage, kriegen wir hier den Vierfachverteiler schon rein? Brauchen wir den hier eigentlich? Nächste große Frage, aber theoretisch. So. Haben wir zumindest schon mal das Material da dran. Jetzt kann ich das mal einmal hier. Hier. Hinten ein paar vergessen. Anstellen.
Den brauchst du da. So, dann haben wir hier die nächsten vier Förderbänder. Wenn wir jetzt das Vorne-Hinten-Problem lösen wollten, müssten wir hier die vier damit dran nehmen, dann hier einen Achter-Verteiler dran machen. Und die vier müssten wir da dran nehmen und hier einen Achter-Balancer dran bauen. Dann hätten wir das Vorne-Hinten-Problem gelöst, weil dann ist nämlich, wenn hier die Kisten noch, dann ich kann in den Kisten immer noch was dran liegen, ne? Obwohl, nee, das wird ja dann hier drüber rausgezogen. Mit den hinteren vermischt von der Seite. Ja, das müsste das lösen, ja. Dann müssen wir das hier einmal verworren, sozusagen. Hier noch Platz, ich habe hier noch vier Stück Platz, ne? So. Hier müssen dann die dran kommen. Das heißt, die müssen hier unterirdisch durchspringen. Eine halbe Stunde um, deswegen machen wir jetzt erstmal Schluss und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.